Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Wie ist es eigentlich, wenn man ein Legend unter Spinbottern auf Office ist? Ha! Für Fortnite! Für Fortnite! Der kommt sehr, sehr gefährlich. Wir haben hier direkt von Runde 1 an jemanden, der wahrscheinlich schon seinen Augen nicht trauen kann. Man sieht hier direkt ein mit Rage und allem drum und dran. Der kackt richtig, richtig rein und ist eben der übliche, ja, der übliche Office-Troll. Aber die Sache ist die, normalerweise bin ich als Overwatcher derjenige, der genau diesem Dödel zugucken muss. Da auch Wagon im Gegnerteam ist auf jeden Fall am reinscheißen. Jetzt sehen wir aber das erste Mal, das ist für mich wirklich das allererste Mal, dass ich auf Office jemanden eingekreist von irgendwelchen Spinbottern sehe, der selbst gar nicht anhat. Zumindest habe ich da nichts sehen können. Also der scheint auch sehr, sehr enttäuscht zu sein. Ich habe mir jetzt natürlich wie immer schon mal angeschaut, dass ich eben, hier keinen Spinbot habe, der in der letzten oder vorletzten Runde anfängt zu drehen, weil dann ist das Overwatch halt irgendwie, finde ich, Quatsch. Also er ist jetzt hier am Anfang natürlich sehr enttäuscht von dem System, von seinen Mates, keine Ahnung. Und diese Enttäuschung wird er auch gleich ausdrücken in Form von Aktionen, eine Aktion, die er begehen wird, die ich keinem raten kann. Sowas sollte man niemals machen, egal wie sehr die Cheater nerven. Er lässt den Gegner einfach gewinnen. Die Mates von ihm, egal wie verschissen sie sind, sie könnten ihn dafür reporten, dass er halt am Griefen ist. Natürlich bekommt er hier keinen Grief-Report. Auch für die Dinge, die er gleich macht, wird er von mir keinen Grief-Report bekommen. Er flasht hier seine Mates, zurecht, mit Absicht, damit sie hier vielleicht so ein bisschen verkacken. Er wird von der Seite gekillt. So, und jetzt passiert das, glaube ich. Ja, jetzt passiert. Er sieht, hier seine Mates rumsteht, oder? Ist es die Runde? Also, ihr könnt euch schon denken, was er macht. Er killt halt seine Mates, ne? Also, er macht jetzt 2 Teamkills. Der zweite dauert ein bisschen, das sah vorhin beim schnell vorgespulten ein bisschen heftiger aus. Er killt hier 2 seiner Mates und sowas sollte man halt niemals machen. Egal, ob die reinschießen, das ist dumm. Das macht man nicht, das ist einfach bescheuert. Lasst die einfach machen, schreibt ihnen, wenn ihr Bock habt, dass es Dödel sind und das war's. Weil so riskiert ihr eben selbst gegriefbannt zu werden, weil man ja tatsächlich halt in dem Fall auch ein Griefer ist. Man tötet Mitspieler, das ist anti-competitive. Man kann ja natürlich nicht von einem kompetitiven Spiel sprechen, weil das halt so ist, wie es ist. Aber macht das nicht. Er messert hier noch gemütlich in die Geisel rein, kann ja aber keinen Schaden machen und ist halt einfach, er ist schlecht drauf. Klar, wär ich auch, wenn ich hier partout nichts machen kann. Ich muss aber sitzen bleiben und mitspielen, weil ich halt keine Sperre haben möchte. Das ist halt einfach scheiße. Das ist einfach kacke. Den Rest des Overwatchs chillt er nur noch rum, spielt mit den Leuten. Er macht keine Teamkills mehr, aber er flasht sie halt oft. Er smoked sie ab, er smoked sie selbst ab und kann aber halt einfach nichts mehr draus ziehen. Wirklich spannend geht es hier dann, wie gesagt, nicht mehr weiter. Was aber dann doch sehr interessant war, ist Folgendes. Ich habe mir den Fall geladen, weil ich gucken wollte, ob die schon gebannt wurden, die Spinbotter. Weil ich kann die jetzt ja nicht bewerten. Es wäre natürlich sehr schön, wenn sie gebannt werden. Heute ist der 25.8. Ich nehme das Video gerade auf und habe alles in einem Wasch gemacht und sehe Folgendes. 2 von den Knilchen wurden direkt gebannt. Ich habe jetzt auch nur 2 gesehen, also einen bei T, einen bei City, die eindeutig ultra reingeraged haben. Vielleicht waren das sogar genau die beiden. Danach habe ich jetzt nicht geschaut, ob das genau die Spinbotter waren, aber ich gehe stark davon aus, weil das halt am schnellsten wohl gebannt wird. Diese eine hat jetzt halt innerhalb von 0 Tagen, also genau heute, schon seinen Bann erhalten. Und der zweite hier drüben auch. Und grundsätzlich, die Accounts, die hier halt mitgespielt haben, waren alle extrem, extrem low. Der Account von unserem Suspect, der sah gut aus, den habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich habe noch 2 weitere zu zeigen. Und zwar zum Beispiel einmal diesen hier, der hat vor einigen Tausenden von Tagen seinen ersten Gameban bekommen. Der Account sieht absolut lächerlich aus und der nächste ist noch beschissener. This user has not set up their Steam account. Beep, beep, beep. Also die sind noch nicht mal, die erstellen einfach einen neuen Steam-Account und ballern rein. Cheaten, klar, ich meine, die wollen da keine Sekunde, sowieso kein Geld reinstecken und natürlich auch keine Sekunde an Arbeit, um irgendwas aus dem Account zu machen. Und dann sieht es halt so aus. Das ist schon wirklich deftig. Die Bewertung habe ich jetzt natürlich schon gemacht. Ich habe ihm nichts gedrückt, weil da nichts passiert ist. Diese beiden Shots gegen die Cheater machen mir überhaupt nichts aus. Also da kann er ruhig die Leute wegpimmeln. In meinen Augen, für mich ist das kein Grief. Dennoch sollte man das nicht machen, weil andere sehen es vielleicht anders. Aber ich habe ihm gar nichts gedrückt. Er ist halt dieser arme Knilch, der einzige Legit oder einer der wenigen Legits in dieser ekelhaften Runde. Und der hat von meiner Seite aus nichts verdient. Das war, wie gesagt, eine recht spannende Geschichte, weil ich halt noch nie diese Version gesehen habe oder dieser Blickwinkel aus diesen Office-Matches. Aber lange war es auch nicht spannend. Also für 2-3 Runden dachte ich mir, oh, der arme Sack und guck mal da, wie die rumkacken. Aber dann ist es halt doch wie immer das Gleiche, langweilig. Er hat sich selbst gelangweilt und hat halt rumgegammelt. Was soll man machen? Vielen Dank fürs Reinschauen, meine Damen und Herren. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal dieser Legend wart, der zwischen diesen ganzen Cheatern
am Rumpimmeln, war aber richtig ein Cheater. Nicht dieses, oh, bei mir hat einer gecheatet und ich frag warum. Ja, weil der mir in den Kopf geschossen hat. Ich meine jetzt richtiges, also 100%iges zu erkennendes Cheat-Material. Wart ihr schon mal mittendrin in so einem Cheat-Fest? Falls ja, ab in die Kommentare. Falls nein, auch halt wie immer euren Kommentar schreiben. Ich freue mich über alles. Ich kommentiere alles und ja, danke für die Kommentare, für die Likes und für die Beschauung. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Livestream. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir haben immer Viewergames, Giveaways, Knife-Giveaway. Rankommen! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.